Über Jahrtausende hinweg konnte der Mensch nur mit dem bloßen Auge den Himmel beobachten. Erst mit der Erfindung des Linsenfernrohrs durch den niederländischen Optiker Lippershey 1608 war es möglich, den Himmel in vergrößerter Darstellung wahrzunehmen. Galilei griff diesen Gedanken auf und entwickelte das von Lippershey entwickelte Linsenfernrohr weiter bis hin zu einer neunfachen Vergrößerung, mit der es ihm immerhin möglich war, die Milchstraße zu erkennen, den Mond zu beobachten, die ersten vier Jupitermonde zu entdecken und die Sonnenfinsternis zu betrachten. 1610 nutzte Galilei sein Fernrohr, um den Saturn zu beobachten und stellte dabei fest, dass der Saturn zwei von ihm damals sogenannte Ohren besaß, die er mit seinen einfachen technischen Mitteln natürlich noch nicht als die Ringe des Saturn identifizieren konnte. Das war erst mit der Entwicklung der Teleskope möglich. 1645 hat der italienische Gelehrte Cassini die Ringe des Saturn identifizieren können. Wir können das hier an diesem Beispiel noch einmal nachvollziehen. Das war also die Sichtweise von Galilei 1610, bei der er nur die Ohren des Saturn erkennen konnte. Später wurden mit einem Teleskop die Ringe gesehen und mit dem Weltraumteleskop Hubble war es dann ganz deutlich zu sehen, dass der Saturn diese Ringe besitzt. Das hier ausgestellte Fernrohr ist ein Linsenfernrohr des italienischen Optikers Semitecolo, das er im 18. Jahrhundert auf der Grundlage des galileischen Fernrohrs entwickelte. Und dabei berücksichtigte, dass es inzwischen einen höheren Bedarf an solchen Geräten gab und deshalb auch den Tubus aus Pappe herstellte, der allerdings ineinander verschiebbar war, um besser fokussieren zu können. Ich laufe. Die weitere Entwicklung des Fernrohrs ist gekennzeichnet durch die Herstellung des ersten Spiegelteleskops im Jahr 1616, nur 8 Jahre nach der Erfindung des ersten Linsenfernrohrs. Durch Isaac Newton wurde dieses Spiegelteleskop weiterentwickelt. Zunächst wurden solche Teleskope aus Glas, später aber auch aus Metall hergestellt. Einer der führenden Hersteller solcher Spiegelteleskope war der Engländer James Short, der auch für James Cook und dessen erste Entdeckungsreise ein solches Teleskop zur Verfügung stellte, das dem in der Bauart sehr ähnelt, das wir hier in dieser Ausstellung sehen können. Ein anderer profilierter Spiegelteleskophersteller war Wilhelm Herschel, der auch vom englischen König finanziert in der Lage war, 7 Fuß Spiegelteleskope herzustellen, mit denen er selbst 1781 den Planeten Uranus entdecken konnte. Interessantes Detail. Die Herstellung von Spiegelglasteleskopen war bis zu einem Durchmesser von 5 Metern durchaus erfolgreich. Als man am russischen Selenschuk-Observatorium versuchte, einen noch größeren Spiegel mit 6 Meter Durchmesser herzustellen, scheiterte, weil er mit 42 Tonnen so schwer geworden war, dass die Bilder sich verzerrt darstellten und kein exaktes Bild der beobachteten Gestirne mehr liefern konnten.